Vielen Dank, Herr Höhne. Für die Grünen spricht Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Wilms. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! NRW wird Europas erste klimaneutrale Industrieregion. Das ist ein Projekt enormen Ausmaßes. Und damit das gelingt, braucht es einen guten, durchdachten Plan, obwohl die Zeit so drängt. Am vergangenen Wochenende gab es einen Bergsturz in den Tiroler Alpen, verursacht durch aufgetauten Permafrostboden. Weite Teile Nordrhein-Westfalens sind schon wieder so trocken, dass Pflanzen unter Trockenstress leiden. Die Temperatur der Meeresoberfläche im Nordatlantik erreicht bisher ungekannte Höhen, mehr als 35% höher als bisherige Rekorde. Das sind nur ein paar Nachrichten der vergangenen Tage, die alarmierende Hinweise auf die weiter fortschreitende Klimakatastrophe sind. Es ist also ein großes Projekt und wenig Zeit. Und um das zu schaffen, braucht es politische Akteure, die bereit sind, auch mal alte Gräben zu überwinden. Es braucht viele Bausteine, die gewissenhaft zusammengesetzt das Projekt zum Gelingen bringen. Es braucht Stabilität und Sicherheit und gleichzeitig Mut, die Herausforderung als Chance für positive Veränderungen anzunehmen. Und all das liegt mit diesem Klimaschutzpaket vor. Ein Paket, das rational die richtigen Stellschrauben anzieht und die richtigen Bausteine anpackt. Denn für ein stabiles Konstrukt, da braucht es eben mehr als eine Fassade, es braucht Handeln. Und damit legt die Landesregierung das Fundament für ambitionierten Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen. Für das Projekt klimaneutrale Industrieregion ist die klimaneutrale Stromversorgung entscheidend. Ob das nun der Elektrolyseurhersteller in Napta im Kreis Steinfurt oder Intel in Sachsen-Anhalt sind. Betriebe siedeln sich dort an, wo sie sich günstig und vollständig mit erneuerbaren Energien versorgen können. Wind- und Solarenergie sind also zentral für eine klimafreundliche, zukunftsfähige und wettbewerbsfähige Stromversorgung. Der Baustein Landesentwicklungsplanentwurf, der setzt die dringend notwendigen Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir setzen in NRW damit die Vorgaben des Bundes aus dem Windenergie-an-Land-Gesetz 7 Jahre früher um als nötig. Das Flächenpotenzial des Landesentwicklungsplans bietet dann Platz für bis zu 3.000 Windenergieanlagen. Die Planungsregionen kennen ja jetzt ihre Potenziale und ihre Anforderungen, die sie in Rekordtempo umsetzen. Und im Übergang wird mit den Beschleunigungsflächen das Potenzial von 450 Anlagen gesichert. So schaffen wir Planungssicherheit für Kommunen und Investoren. Das ist das, was die Menschen und die Wirtschaft in unserem Land brauchen. Das ist das, was wir ihnen mit diesem Vorhaben geben. Ja, und dann der Gesetzentwurf zur Abschaffung der pauschalen Mindestabstände ist ebenfalls ein wichtiger Baustein. Und damit können bald wieder individuelle Lösungen für Mensch, Natur und dem Ausbau der Windenergie getroffen werden. Ich freue mich wahnsinnig, dass diese Fesseln nun wieder gelöst werden. Und liebe FDP, es reicht dann eben nicht, Herr Höhne, wenn man sagt, dass man sich zu den Pariser Klimaschutzzielen bekennt, wenn Sie gleichzeitig weiter bremsen und blockieren, wo Sie nur können. Aber zum Glück ist das in NRW ja gerade nicht mehr möglich. Und ja, es ist kein Geheimnis, dass wir Grüne uns diesen Schritt auch früher gewünscht und hätten vorstellen können. Aber manche Entscheidungen kann man eben nur Schritt für Schritt machen, damit sie dann auch dauerhaft halten. Populistische Selbstbeschäftigung, wie wir heute von der SPD gehört haben, hilft dagegen kein bisschen weiter. Mit diesen Bausteinen kommen wir unserem Ziel bedeutend näher, bis 2027 1.000 neue Windräder zu bauen. Und bei all dem haben wir gleichzeitig die Akzeptanz im Blick. Und die ist gerade groß. Über 80% der Deutschen halten den Ausbau der Windenergie für wichtig oder sehr wichtig. Und auch in unmittelbarer Nachbarschaft von Windenergieanlagen ist die Zustimmung immer noch groß, auch wenn das einige hier im Haus ja nicht immer wahrhaben wollen.
Es ist unsere Verantwortung als DemokratInnen auf allen Ebenen, ob hier im Haus, vor Ort, in den Wahlkreisen, in den Kommunen. Es ist unsere Verantwortung, permanent daran zu arbeiten, dass diese Akzeptanz erhalten bleibt. Wir hören den Menschen zu, wir nehmen ihre Sorgen ernst und wir geben ihnen die Möglichkeit zur Beteiligung. Und diese Beteiligungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig. Ob das eine Mitsprache ist, eine finanzielle Beteiligung, günstigen Strom vom Windpark nebenan, Wertschöpfung vor Ort oder finanzielle Unterstützung von Vereinen und Stadtgesellschaft. Diese Beteiligungsformen haben gemeinsam: Mit den Menschen im Blick werden Wirtschaft und Natur miteinander vereint. Und diese Art der Beteiligung, das war im fossilen Zeitalter nicht möglich. Wir sind glücklicherweise auf dem Weg daraus. Wir können die Menschen auf dem Weg mitnehmen, statt ihnen Kraftwerke in den Vorgarten zu setzen oder ihre Heimat abzubaggern. Echte Beteiligung ist also nur mit erneuerbaren Energien möglich. Und auch nur mit erneuerbaren Energien können dauerhaft bezahlbare Energiepreise gesichert werden. Gedämmte Wohnungen mit effizienten Heizungen sorgen dafür, dass sich alle weiter warme Wohnungen leisten können. Und übrigens auch Auswirkungen des Klimawandels treffen besonders Menschen mit geringen Einkommen. Also, liebe SPD, obwohl nicht überall sozial dran steht, sind Energiewende und Klimaschutzpaket trotzdem sozial. Neben der Windenergie ist die Solarenergie auch eine wichtige Säule für die Energiewende. Der Entwurf des Landesentwicklungsplans eröffnet auch für die Solarenergie neue Möglichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf bereits genutzten Flächen und Doppelnutzung, also bei Dächern entlang von Autobahnen und Schienen sowie bei Agri-Photovoltaik. Wir brauchen für die erneuerbaren Energien pragmatische Lösungen, die schnell umgesetzt werden können. Und genau das bieten wir. Und ich möchte an dieser Stelle auch gerne noch mal kurz auf die Landesbauordnung zu sprechen kommen, auch wenn die morgen ja noch auf der Tagesordnung steht. Auch dieser neue Entwurf zeigt, wie ernsthaft die gesamte Landesregierung die aktuellen Herausforderungen angeht, sei es beim nachhaltigen Bauen oder bei Abständen von Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen. Und wir verhelfen damit alle Gebäudebesitzenden Schritt für Schritt zu günstigem und sauberem Strom. Denn mit dieser Landesbauordnung kommt auf jedes Dach Solar. Endlich. Der Baustein Klimaschutzgesetz folgt als nächstes. Vor 12 Jahren startete die damalige Landesregierung das erste Verfahren zur Einführung des NRW-Klimaschutzgesetzes. Und ich erinnere mich noch gut an die hitzigen Debatten, die wir damals hier geführt haben, obwohl ja die Ziele gar nicht so ambitioniert waren, wie sie das heute sind und auch im zukünftigen Klimaschutzgesetz sein werden. Aber keine der Unkenrufe von Deindustrialisierung, die wir ja so heute wieder von der SPD gehört haben, oder eben, dass es sich um den Sargnagel der NRW-Wirtschaft handelt, ist eingetreten. Nichts davon ist eingetreten. Und spätestens jetzt müsste doch eigentlich allen klar sein, Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen, dann gelingt auch der Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft. Und wer aber an alten oder ineffizienten Technologien festhalten. Der ist der Sargnagel für die NRW-Wirtschaft und sorgt für Deindustrialisierung. Die Anhebung des Klimaschutzziels für 2030, dass erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind und der öffentlichen Sicherheit dienen, die Ausrichtung der Landesfinanzen an den Klimaschutzzielen und die kommunale Wärmeplanung. Das sind nur ein paar der wichtigen Aspekte, die diese Landesregierung mit dem Klimaschutzgesetz und diesem Klimaschutzpaket entschieden vorantreiben wird. Und wir werden ambitioniert bleiben, denn die Zeit drängt. So können wir die Herausforderung gestalten für die Menschen, die Unternehmen und die Natur in Nordrhein-Westfalen. Aus Bausteinen wird ein Projekt, aus Ankündigungen wird Handeln, aus Plänen wird heute Wirklichkeit. Und das ist erst der Anfang. Wir machen weiter. Vielen Dank, Frau Kollegin Brehm.